Darauf kann ich auf keinen Fall verzichten. Auf keinen Fall kann ich auf meinen Computer verzichten, auf meine Familie verzichten, auf meine Haustiere verzichten und auf keinen Fall kann ich auf Milch verzichten. Das Saarland ist für mich... Oh, das Saarland ist für mich voll mit sehr netten Leuten. Das Saarland ist für mich sehr frankophil. Es gibt hier unglaublich gutes Essen und die Leute sind auch ein bisschen lockerer, so ein bisschen französisch. Mit dieser Person würde ich gerne für einen Tag tauschen. Ich würde sehr gern mit Sia mal für einen Tag tauschen. Ich bin ein Sia-Fan und ich würde gerne mal für einen Tag Leben tauschen. Das Peinlichste, was mir je passiert ist? Das Peinlichste, was mir je passiert ist, ist, als meine große Tochter klein war, war ich mit ihr im Supermarkt und im Supermarkt sind in den Regalen immer so genau auf Kinderhöhe diese ganzen Süßigkeiten und diese Minispielzeuge, die sowieso nach einem Tag kaputt sind. Und mein Kind wollte unbedingt eine Sonnenbrille haben und ungefähr die 20. Kindersonnenbrille und ich habe gesagt, die gibt's nicht. Und dann hat sie sich so reingesteigert in ihre Wut, dass sie das ganze Regal vollgekotzt hat und das war echt peinlich. Drei Worte, die mich am besten beschreiben. Ungeduldig, sehr loyal und kämpferisch. Diese Superkraft hätte ich gerne. Ich hätte gerne die Superkraft, dass ich alles, was ich mir wünsche, sich erfüllt. Und dann könnte ich mir jede Superkraft wünschen. Ich glaube, ich würde mir als erstes wünschen, fliegen zu können. Wenn ich ein Tier wäre? Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich ein Falke. Ich liebe Falken. Als Teenie habe ich geschwärmt für... Als Teenie habe ich geschwärmt für Nirvana. Warum? Weil ich Nirvana lief zum ersten Mal. Da habe ich das im Radio gehört zum ersten Mal. Und da habe ich gedacht, Wahnsinn, ich bin sozusagen von West nach Ost gegangen. Ich hatte keine Freunde das erste Jahr. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, mich da einzuleben. Und dann kam Nirvana und das war so ein bisschen dieses... am Arsch-Gefühl und das so fühlte ich mich auch am Arsch und ich dachte irgendwie so, das ist meine Musik und ich wäre sehr, sehr gerne, irgendwie hätte ich mir ein Flugticket gekauft und wäre einfach irgendwo hingeflogen, um Nirvana zu treffen. Ich fand, die haben mich abgeholt mit meinem Lebensgefühl damals. Mein geheimes Talent ist? Tja, da ich immer so viele Interviews gebe, habe ich glaube ich kein geheimes Talent. Mein Lieblingsspruch im Poesiealbum? Mein Lieblingsspruch im Poesiealbum: Bleib wie du bist, dann wirst du sein, wer du warst.